Da machst du Erlebnisse, ich sag's Ihnen, da machst du Sachen mit. Und dann, was natürlich auch war da unten, dann war es natürlich oft auch mal so, was natürlich auch hart war für uns Kinder, war natürlich die lange Fahrt nach Italien. Die lange Fahrt nach Italien. Ich werde es nie vergessen, von Rottweil nach Barletta sind es 1342 Kilometer. Sind wir damals gefahren in einem Opel Ascona A. Das Auto hatte 60 PS, ein Außenspiegel, zweitürig. Der einzige Luxus waren beleuchtete Zigarettenanzünder, das war Luxus. Mein Vater hat sich als Luxusartikel an seinen Fahrersitz hinter an die Rückenlehne so braune Holzkugeln hinkauft. Kennen Sie das nur? Da haben wir Kinder während dem Fahren rechnen müssen. Heute gucken die Kinder DVD in den Kopfstütze oder schaut auf ihre Smartphones. Die kriegen gar nichts mehr mit von der langen Urlaubsfahrt. Früher alle halbe Stunde hast deine Eltern genervt. Papa, Mama, wie lange geht's noch? Wenn sind wir endlich da? Heute musst du deine Kinder aus dem Auto rausziehen. Sind wir da? Nein, wir sind wieder daheim. Die kriegen ja gar nichts mit vom Urlaubfahren. Oder? Die kriegen gar nichts mit. Wenn wir uns früher die Zeit vertrieben haben, dann haben wir aus dem Fenster rausgeschaut und haben Kennzeichenrate gespielt. Frag heute mal deine Kinder, was ist SM? Da denken die doch in einen Städtenamen, da denken die an was Schlimmes, wo weh tut. Stefan Mross oder so. Ja. Oder dann, weißt, und dann die lange Fahrt da runter, dann hast du 40 Grad, kannst kein Fenster aufmachen und du hast immer ein Geschwisterle, was das Autofahren nicht verträgt. Du weißt, irgendwann passiert. Du wartest drauf. Und wissen Sie, wie das riecht bei 40 Grad da hinten drinnen? Und bist du diese Bröckele zwischen den Holzkugeln? Du hast gar nicht mehr rechnen können. Wenn wir über den Brenner waren, haben wir gerufen, Gott sei Dank. Mit so einem Auto, der jetzt schon nie mehr nach Italien fahren. Früher ist man mit dem VW-Käfer über die Alpen Kinder auf der Hutablage gelegen. Ohne Sicherheitsgurt und Schnickschnack. Da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Das ging alles. Heute hast du Autos mit Sachen drin, schon von Grundausstattung. Zentralverriegelung, Schiebedach, Hochgeschwindigkeitsaschebecher, außenverstellbare Innenspiegel. Du hast Sachen in Autos, die brauchen wir gar nicht. Die hatten wir damals auch nicht und es ging. Sachen wie, ich weiß nicht, Mittelarmlehne, haben Sie Mittelarmlehne im Auto? Ja. Mittelarmlehne, der Herr? Ja. Haben Sie einen Mittelarm? Nein, setzen. Ja, er hat einer. Ja. Typisch. Der war gut. Mittelarmlehne. Das haben Sie jetzt nicht gesehen, er hat gerade abguckt. Wo ist meine Mittelarmlehne? Gestern, wo ich das erzählt habe, hat einer aus dem Publikum ganz laut gerufen, er hätte sogar einen Skisack. Skisack, ich bin erschrocken. Tennisarm habe ich schon mal gehört. Aber Skisack. Sagt, um Gottes Willen bleibe ich sitzen. Wenn er da drauf tritt, es tut doch weh, oder? Oder Scheibenwischer mit Trägesensor. Mein Vater hat seinen Wischer angemacht, wann er wollte. Und dann gibt's adaptives Kurvenlicht. Das sind so Halluzinogenscheinwerfer. Da ist Licht schon im Urlaub, wenn das Auto noch in der Garage steht. Früher bist du in ein Auto reingestiegen und bist losgefahren. Da hast du nicht lang weiß ich was. Jetzt gibt es sogar ein Auto mit Keyless-System. Kennen Sie das? Du brauchst nicht mehr den Zündschlüssel aus der Tasche holen. Die Dame nicht mehr aus der Handtasche, die Herren nicht aus der Jackentasche. Sie laufen hin an das Auto. Die Hand kommt rein in den Griff, macht klack, klack, die Zentralverriegelung geht hoch. Du brauchst den Schlüssel immer noch nicht. Steigst in das Auto ein, drückst auf den Knopf drauf. Da gibt es keinen Zündschluss. Drückst drauf und der Motor startet. Kein Schlüssel mehr. So weit ist man so schon. Und jetzt gibt es sogar ein Auto, und ich habe gedacht, die hören nicht auf. Es gibt ein Auto mit Alkoholsensoren. Wenn Sie mehr als 0,3 Promille haben und Sie steigen in dieses Auto ein, dann merkt das Auto, die Sensoren durch ihren Atem, dass Sie zu viel Promille haben und die drücken auf den Knopf drauf und der Motor geht nicht an. Das ist doch ein Scheißdreck, oder? Ha, ehrlich, oder? Ha, das gibt's doch nicht. Wo gibt's denn sowas? Geht nicht an. Stell dir mal vor, du bist besoffen und musst heimlaufen.